Raven's power of illusion comes from Ravens. Allowing the Ravens to break his magic seal. Show me what you have seen. Ach, hier. Ist schon cool gemacht, aber man muss es halt auch erstmal raffen. Also. Man muss dann auch erstmal raffen, okay, wie sah die Map vorher, also wie sah der Ort hier vorher aus? Was hat sich hier verändert? Hier gibt es auch noch, also es gab einige Stellen, wo ich echt 5 Runden oder so gelaufen bin. Und ich habe mich einfach gefragt, was will dieses verfickte Dreckspiel jetzt von mir? Kann man mögen, muss man aber nicht. Ich find's recht cool. Aber das ist halt dann das, wo ich euch gesagt habe, so hier. Das Geflüster immer im Hintergrund, ey, das ist so gut gemacht. Das ist nicht der echte. Dutz soll er sein, okay. Jetzt muss halt hier raffen, dass jetzt hier gerade eben nichts war. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist dafür schon voll im Arsch. Also ich hätte das echt nicht gerafft, wo ich gedacht habe, so, what? Ist jetzt hier gerade was anderes? Mit mir war doch gerade was, oder? Some like truth become gout in search of penance. Others, like Senua. Da oben. To purge a curse. Those who make it back are forever changed. Hä, aber wie habe ich das jetzt? Hier! Das ist doch, Mensch! Da will ich rein. Erstmal hier das Tor aufmachen.
Ja, die Rätsel, man muss sich halt dran gewöhnen. Ich kann mir gut vorstellen, für manch einen ist es halt wirklich frustrierend, weil einem halt wirklich gar nichts gesagt wird oder man recht wenig erklärt bekommt, aber ja. Die Leute sind halt gar nicht mehr gewohnt, nicht von UI und Questlog erschlagen zu werden. Ja, das stimmt. Ah, seht das? Ja, was denn das jetzt gemacht? Scheiße. Gehe ich nochmal so durch? Jetzt. Aber wie komme ich jetzt? Ah, okay, okay, okay. Ja, was ich zum Beispiel, ich meine, wenn man so manchmal überlegt, so Skyrim oder so, man kriegt da halt wirklich jeden Scheiß dann vorgeliefert, wo man sich so denkt, so, ey, lass mich doch mal gucken, so nach dem Motto, ne? Mahlzeit in die Dave Cave, ja, Grüße zurück zum Tech Cave. Na, alles gut bei dir? Recht herzlich willkommen hier im visuellen Erlebnisstream von Senua's Sacrifice. Freut mich, dass es dich hierhin verschlagen hat. Alles gut bei dir? Hast du dein Auftritt, sage ich schon. Dein Aufenthalt beim Highfield, meine Fresse, gut überstanden. Wunderbar für meine Mittagspause. Na, das freut mich doch, dass ich dir die Mittagspause. Dass ich dir deine Mittagspause ein bisschen versüßen kann. Fokus. Da kann ich nicht einfach jetzt hier wieder durch? Ich wollte schon sagen, das Rätsel habe ich doch eigentlich abgeschlossen. Hier kann ich jetzt nicht rein, oder? Alles klar, dann ist es der Weg. Das sieht. Ach ja. Just go! Just go!
Oh shit. Also mit Sound ist das ja noch mal anders wild. Meine Fresse, aber geil. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir and that the world of man was formed from his corpse. Ich glaube, ich habe noch. Da ist sie, die Edda, die habe ich noch da liegen. Ich glaube, die werde ich glaube ich als nächstes lesen. Clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Welche Edda? Welche Edda-Abschrift hast du? Boah, ich glaube, das ist so eine ganz vereinfachte Version. Wartet mal, ich hol die mal schnell. Moment, ich hol die ganz mal schnell. Erstmal einen blauen Bildschirm, dass ich weiß, dass ich das rausschneiden muss. Und zwar, die habe ich mir, glaube ich, mal bei Amazon geholt. Ich habe ein bisschen darauf geachtet, dass es Anführungsstrichen vereinfacht zu schreiben ist. Hier, die habe ich mir mal bei Amazon geholt. Ja, ich habe mir die, keine Ahnung, weil ich die mir mal geholt habe, ist halt schon ein bisschen her. Werber, glaube ich, jetzt gerade eben gute Maße, weil ich wollte nämlich eigentlich. Und nein, ich werde davon nicht gesponsert. Ich wollte mir eigentlich jetzt letztens mal also ich habe schon angefangen durchzublättern, von Mayhem. The Dead Archives, vom Necro Butcher. Der hat da so ein paar Archivbilder und so rausgeholt. Ist schon ganz geil. Aber ich glaube, wenn man so im Wikinger-mäßigen Kontext gerade ist, würde sich, glaube ich, die Edda jetzt ganz schön gut anbieten, ne? In diesem Sinne, Prost. Nach dem Stream. Katka, werde ich übrigens mal gucken. Normalerweise müsste heute Kohle drauf sein, aber da gebe ich dir dann später mal Bescheid. Also ich weiß halt nicht, ob die Edition, ob die gut ist oder nicht, deswegen. Im Zweifelsfall freut sich der Gebrauchtbuchhändler. Hier, ach. Loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Ich habe eine klassische da, die ist schwer zu lesen. Ja, also die hatten da auch echt einige da, also verschiedene Versionen, aber mir bringt's nichts, wenn ich sagen kann, so, na hier, ich habe da Edda von, was weiß ich für eine Übersetzung da. Wenn ich den Inhalt, der mir dort geboten wird, nie erlesen kann, ne? Deswegen, also ein Kinderbilderbuch brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber deswegen habe ich gedacht, zuerst mal mit einer vereinfachten Schreibweise und dann mache ich dann Viking Metal. Nur noch Text über Odin.
Ja, kriegen wir 13 Uhr. Kriegen wir hin. 13 Uhr Krankengymnastik. Einkaufen. Ja, mal gucken. So, genau. Hier, liebe Damen und Herren, hier saß ich gefühlt, ich glaube, ich habe alleine nur 3 Stunden gebraucht, um überhaupt zu checken, was das Rätsel von mir überhaupt will. Das war anders wild. Ich muss nur erstmal gucken. Ja. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. Ach, hier ist die. She can't beat her own darkness. Hier ist nämlich die Brücke dazu. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. Das hat mich beim ersten Durchgang, das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich immer jedes Mal gedacht habe, so, wo war denn jetzt diese scheiß Brücke? Die war doch jetzt irgendwo da. Da hat das Spiel mich wirklich, so wie es halt echt ist, das hat mich halt vollkommen bekloppt gemacht. Also bekloppter als sonst. Hier. Ist halt cool, sag ich mal so, dass es solche Spiele gibt, sag ich mal so. Wie gesagt, kann halt verstehen, wenn er darauf überhaupt gar keinen Bock hat. Beziehungsweise, ja, was ist kein Bock? Oder nicht zu schätzen klingt auch doof, aber wenn jemand damit halt einfach nichts damit anfangen kann, alles Gucci. Da ist die Brücke. Das Game ist mehr Kunst als Game. Das stimmt allerdings. Ich finde es halt auch schön, wie die Rätsel halt auch einfach so, wie die Rätsel halt auch umgesetzt worden sind. Klar, es gab ja Ecken, ey, da habe ich richtig, Junge, wie gesagt, hier bei der Passage, hier sowas, ich habe es am Anfang nicht gerafft, was die von mir wollen. Ich habe gedacht so, hä, wo zur Hölle ist diese scheiß Brücke jetzt hin? Und selbst dieses Rätsel, das gehört halt zu dem ganzen Konzept von dem Spiel, von der ihrer Schizophrenie, ihren Angstzuständen und so weiter. Das ist so geil umgesetzt. Ja, das ist schon geil. Also, hab ich erwähnt, dass es schon geil ist. Ah, okay. Gut, ist jetzt, Anführungsstrichen, sind die low-hanging fruits, sag ich mal, da ich das ja schon ungefähr kenne. Also wir hätten uns jetzt hier, wäre das mein erster Durchlauf gewesen oder so, wir hätten uns jetzt hier 3 Stunden lang safe in diesen ganzen scheiß Busch hier, hätten wir uns wirklich verrannt.
So, jetzt müsste hier rein theoretisch. Genau. Jetzt gehen wir hier wieder durch. Und der Eingang ist offen. Und ich mag's halt auch. Ey, diese Atmosphäre von dem Game, das ist so schön dicht. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das. Nee. Ich habe mir letztens runtergeladen, Multiversus, das ist so eine Art Super Smash Bros., nur mit Warner Brothers Figuren und dann irgendwie Rumbleverse, habe ich bei Game 2 gesehen. Das ist so ein Battle Royale Spiel, wo du die Leute mit irgendwelchen Wrestling Moves da breit machen kannst. Ich bin mal. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin. Only in sacrifice. Einfach mal bei Gelegenheit mal gucken, wie die Spiele sind. And he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink. Komm ich irgendwie hoch? Last, he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit. Inwieweit sich das jetzt hier ändert, wenn ich jetzt hier nochmal durchgucke. Das hatte ich auch gesehen, aber da ich alle Smash Bros. Teile habe, kommt da sonst kein anderes. Kein. Ja, klar. Aber ich meine, warum so voreingenommen sein, einfach mal mit Batman ein paar Schellen zu verteilen, kann schon Bock machen. Und ich habe auch so ein. Das nennt sich hier Nickelodeon All-Star Brawl oder irgendwie so. Unterschied zwischen dem hier. Nennt sich irgendwie jetzt ist die Mauer wieder da, okay. Nickelodeon All-Star Brawl oder so, das ist halt auch wie Super Smash Bros. Nur ist es halt so ein bisschen nicht ganz so gut. Ich meine, da ist ja eh, wie gesagt, ne, ich meine, da das Spiel ja so nichts kostet, außer, na gut, ich meine, dass man seine Lebenszeit damit vergeudet, Anführungsstrichen, ist ja schon Bezahlung genug. Aber da man so kein finanziell nichts reinstecken muss, ja, meine Güte. So, was habe ich jetzt hier gemacht? Was habe ich jetzt hier gemacht? Ah! Jetzt sehe ich die ganzen Runen. Okay. Da war doch schon gut, das nochmal ein zweites Mal zu zocken. Manche Spiele lohnen sich halt auch einfach nochmal eine zweite Runde einzulegen, quasi wie in diesem Fall. Also ja, ich werd's jetzt auch nicht so extrem, glaube ich, nochmal auf Englisch streamen oder so, aber hier die 0815 Horror Games, ne? Hier von Dark Pictures Anthology, da habe ich auch nochmal Bock, so die nochmal ein zweites Mal zu zocken. Einfach mal im Original im Englischen. So, wir müssen. Jetzt hier drin, aber Freunde der gepflegten Scheiße, ich habe noch das House of Ashes für euch am Start und Until Dawn, ne? Also Until Dawn habe ich zum Beispiel jetzt würde ich dann zum zweiten Mal spielen, aber für so einen Stream, ne? Machen wir das einfach mal. So, jetzt gehe ich hier rauf. Und es funktioniert nicht, wie ich wollte. Scheiße.
Ah, da fehlt nur. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Sind ja alle wieder da. Irgendwo habe ich jetzt einen Fehler drin. Und jetzt hat das Spiel mich doch gehabt. Scheiße. Jetzt. Ich war kurz davor, an mir zu zweifeln. Schon mal schneller durch als beim ersten Durchlauf, yay. Juhu, noch mehr. Ja, der zweite Typ, der Quatsch, das ist, also, das bildet sie sich ein, das ist dieses Bündel, dieses runde Bündel, was die da am, also, links, an der linken Arschbacke, sag ich mal, das ist der Kopf von Dillion, glaube ich, so wie ich das mitbekommen hab. So, was ist jetzt hier? Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen. Ihr Partner halt, jo. Das ist jetzt hier der Unterschied zwischen dem, was ich... Ah, okay. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death. And his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. Ich sag mal so, von der einen Art und Weise ist es irgendwie schon ein bisschen schade, dass es nie mehr solcher Spiele gibt.
Aber andererseits, ne, ich könnte mir halt auch kaum vorstellen, wenn du so einen halben Markt nur mit solchen funny Arts, also was ist funny, mit solchen Arts, die spielen hast, sag ich mal, da könntest du die, glaube ich, auch gar nicht mehr richtig wertschätzen. Finden made his escape. What was Finden burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Finden never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Sinwa. I wish you could have seen my home before these dark times. So, was habe ich jetzt hier gemacht? Da ist jetzt okay, da müsste ich, weil da, das ist ja nicht umsonst da. Jetzt kann ich da drauf. Alles klar, okay. Diese Scheiß balancieren. Das hat mir in den einen Raum, wo es einfach nur noch arschfinster ist, boah. Da bin ich, glaube ich, dreimal oder so bin ich dran weggenippelt. Das war richtiger Dreck. Ja, moin! It's coming back for me. Seid ihr alle da? I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and what? Der Maelstrom. Settles in. Strength out of nowhere. Throwing you helplessly back into the maelstrom. Drowning the mind in fear. Deeper. Deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you now. You led me to the wilds. You trapped me there. So, und jetzt können wir mit diesem Spiegel, sag ich mal, das ist dann sozusagen unser kleiner Mini-Bonus, den wir dann haben, wo wir dann diese Bullet-Time haben, ne? Aber ich werde nochmal ganz kurz
auf den blauen Bildschirm wechseln, denn ich muss eine Pause biologische Natur kurz einsetzen.